Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map. Immer noch Version 1.8 ohne Gräben. Ich, so insgeheim hoffe ich auch, dass es noch ein bisschen dauert, bis 1.9 kommt. Ja. Aber egal. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben Felder gekauft. Wir haben, neue Viehanhänger gekauft. Wir sind immer noch am Viehfahren zum Schlachthof, Rinder vom Rinderhof. Wir sind dabei, das Zentrallager zu räumen und kümmern uns hier so ein bisschen um die Produktion, um dann demnächst, ja, heute auf keinen Fall, heute am Freitag, vielleicht jetzt noch am Wochenende dann mit der Ernte anzufangen. Aber wie gesagt, erstmal kümmern wir uns um Produktion. Wir haben noch 2 Millionen auf dem Konto. Ich habe noch ein nettes Angebot bekommen von meinem Händler, noch einen Traktor auszuprobieren. Da werde ich gleich mal im Shop gucken. Und ja. Ja. Wo bin ich eigentlich lang gefahren? Hier wollte ich ja gar nicht rum. Aber egal. So. Mein TGS hat den Wartepunkt erreicht. Das heißt, einer ist jetzt wahrscheinlich am Rinderhof oder am Schlachthof angekommen. Da gucken wir mal. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen noch. Bitte ich zu entschuldigen, bin ein bisschen heiser. Ja. Muss mich auch zwischendurch das öfter mal rülpsen oder eben einen Schluck trinken, um den Hals ein bisschen anzufeuchten. Ja. Wir bringen jetzt aber erstmal Pellets aus dem Zentrallager zum Strohkraftwerk und verkaufen die da. Und schauen mal, was der Tag noch so bringt. Heute Abend kein Livestream von mir, keine Zeit leider. Morgen Abend auch kein Livestream, also das ganze Wochenende über kein Livestream. Aber nächstes Wochenende könnte ich mir gut vorstellen, dass es da Livestreams gibt, ein oder zwei. Und das Wochenende danach kann ich mir das auch vorstellen. Ja, im Sommer wird es wahrscheinlich, also im Sommer werden gerade so im Juli, wird es wahrscheinlich gar keine Livestreams geben, aufgrund meiner Zeit. Aber auch das werden wir überleben. So. Ja, das war ja nix, wa? Nimmt der hier beim Strohkraftwerk, nimmt der keine Pellets auf Paletten? Oder sind die einfach nur nicht... Doch, nimmt er. Alles klar, funktioniert. Ich dachte schon, ich habe was falsch gemacht. Konnte ich mir ja nicht vorstellen, ich und Fehler. Das ist ja... Ja, zwei Wörter, die eigentlich gar nicht in einem Satz... Nein, völliger Quatsch. Ich war jetzt, habe mich ein bisschen ablenken lassen, weil bei Strohballen, die sind ja immer sofort weg. Aber hier... Funktioniert das wohl auch. Was ja ganz cool ist. So, Gelduhr läuft nach oben. Wollen wir mal gucken, was so ein LKW voll Pellets einbringt. Ah, Gärreste, oder wie? Ups. Und wieder ab zurück zum Zentrallager. Und dann kümmere ich mich um meine beiden TGS. Und schauen wir mal. Ich muss mal eben einen kleinen Schluck trinken. So. Ups. Wir schauen mal. Viel ist das nicht, was so eine Ladung bringt. Weiß ich nicht, 100, 200.000 Euro. Aber immerhin.
Ja, hier unsere Druckerei haben wir auch noch gar nicht versorgt. Können wir eigentlich auch noch mal ein paar Paletten schon mal hinbringen. Ich weiß gar nicht, was da noch alles hin muss. Das sehen wir ja. So, da sind wir wieder angekommen. Autoload vorne aktivieren. Und dann mal schauen. So, wie viel ist da noch drin? 114.000. Das heißt, es sind noch 23 Paletten. Ja gut, es ist wie es ist, ne? Ich kümmere mich jetzt mal hier um ihn hier. Dass wir hier die Rinder loswerden. Wir haben ja jetzt zwei Micheletto-Mods. Vielen Dank an die Community für die ganzen Hinweise. Habe ich dann ja, hatte ich ja auch schon selber dann irgendwann rausgefunden, dass ich also den falschen Micheletto benutzt habe. Trotzdem vielen, vielen Dank für die Hinweise aus der Community. Echt spitze. Richtig klasse. Und mit dem hier funktioniert es nämlich tadellos. Da habe ich 40 Rinder drin. So, der eine Rinderstall müsste leer sein, was die Rinder angeht. Wir müssen jetzt alles hier aus dem zweiten raus, also ja, aus dem anderen rausholen sozusagen. Und einmal befüllen, bitte. Schön. Wir steppen uns mal durch. Wir haben ja auch noch Fahrzeuge beim Händler stehen. Und kümmern uns erstmal darum, dass wir hier beim Händler unseren Kram loswerden. Ja, hätte ich mal andersrum gesteppt. Da sind wir. Ja, schön. So. Erstmal hier den Trailer verkaufen. Den brauchen wir nun wirklich nicht mehr. 80.000, ja, schön. So. Und hier, das Gespann verkaufen wir auch komplett. Den Traktor, ach, die Zugmaschine will ich nicht mehr haben. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht. Ist zwar cool in Weiß für Milch, aber auch den Milchanhänger werde ich verkaufen. Erstmal will ich jetzt hier den da verkaufen, weil Milch werde ich jetzt nur noch mit dem hier Fortuna abfahren, weil da einfach mehr reinpasst. Und ich werde mir dann eher noch ein neues Fortuna kaufen. Boah, das ist sogar 87.000, super. Ja, ist doch super, jetzt habe ich schon irgendwie 100,
60.000 eingenommen mit dem Verkauf von den beiden Anhängern. Ja. Jetzt wollen wir noch eben. Ja, ein TGS ist wieder entweder beim Schlachthof oder beim Dingenskirchen angekommen. So. Weg damit. Ja, am Rinderhof ist der erste angekommen. Und der andere kommt hier gleich von der Seite. Wunderbar. Und den stellen wir jetzt auch schön hier hin. Bringen wir aus. Verkaufen. So, ja, jetzt muss man hier einmal raus und wieder rein. Ja, toll. Steht der nicht im Verkaufstrigger. Ja, ganz toll. Gut, egal. Wir gucken jetzt mal. Uns wurde ja gesagt, dass unser Händler was Tolles für uns hätte. Einen tollen Traktor. Wir gucken mal. Weiter nach hinten. Marke habe ich auch traktorenmäßig noch gar nicht im Spiel. Auch krass, ne? Schon schöne große Maschinen bei. Ja, was nehme ich denn? Nehme ich den 8530 oder nehme ich den 7R? Was wollen wir hier noch machen? Bei den Reifen habe ich nun wirklich keine Ahnung. Nehmen wir mal, hauen wir mal richtig drauf. Das Geld haben wir ja locker reingekriegt. Ich will einfach mal einen großen John Deere haben. Vielen Dank auch an Mario für den Tipp. Da steht er. Frontgewicht hätten wir gleich noch kaufen können. Yo! Das ist doch mal nett. Vielen Dank, Mario. Da hat man sogar mein Logo draufgepackt. Wenn das mal nicht nice ist, vielen, vielen Dank. Cool. Geiler Scheiß. Auch da. Ja, kann man machen. Nicht so schlecht, würde ich sagen. Frontgewicht. Brauche ich noch. Wir denn hier überhaupt? Da nehme ich allerdings dann das Standard
was ich sonst auch hab. Ja, möchte ich haben. Danke. So. Ja, dann fahren wir den auch gleich mal. Jo. Ich wollte gerade sagen, rundumleuchten gehen nicht. Doch, rundumleuchten gehen natürlich auch. Wie sieht's denn drinnen aus? Ja. John Deere Active Seat. Ein Aktivsitz. Was auch immer das heißt. So, dann können wir auch gleich zusehen, dass wir den Trailer vielleicht noch ein bisschen Richtung Verkaufstrigger schieben. So, haben wir den auch. Jetzt haben wir noch eben den Johnny weg. Sehr schön. Sehr cool. Mario, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Demnächst dann auch im Multiplayer. An großen Schleppern habe ich jetzt, glaube ich, erstmal ausreichend, ne? Überhaupt an Schleppern und alles irgendwie grün. Bis auf die beiden roten IHCs unten. Ja. Rollt relativ lange. Aber es macht ja nichts. Ja. Nice. Einmal aufladen, bitte. Oh, wir hängen schon wieder an der Zeit. Sehe ich gerade. Ja, komm, den schicke ich noch los. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Like und Abo gerne hinterlassen. Würde mich freuen. Morgen gibt's 2 Folgen, morgen Samstag, 10 Uhr, 14 Uhr, wie immer am Wochenende. Ja, schaut wieder rein, würde mich noch mehr freuen. Und kommt mich doch auch bei Facebook oder auf meiner Homepage besuchen, Friesenjung13. Ja, in diesem Sinne sage ich jetzt für heute, für Freitag erstmal ciao und vielleicht guckt ihr ja morgen wieder zu. Bis denn!